Wie kann man den Höhepunkt vortäuschen? Die war splitterfasernackt, ich hab 10 Liter in meinem Sack und sage bitte, Baby, lass uns endlich anfangen zu ficken, bevor mein dicker Penis platzt. Zu jung für Petting, mein Freund 14 ist total süß und lieb, wir sind sehr offen zueinander und reden über alles. Wir haben schon viel ausprobiert, zum Beispiel berühren wir uns überall. Manchmal liegen wir auch ausgezogen übereinander, bewegen uns wie beim Geschlechtsverkehr. Also, wir tun so trocken Sex. Es geht oft so lange, bis mein Freund einen Samen irgendwas bekommt. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, denn ich habe ja auch schon meine Regeln. Richtig. Tun wollen wir es. Erst so mit 16 oder 17 Jahren. Jetzt will sie uns interessieren, ob das okay in unserem Alter oder in unserem Alter irgendwie schädlich ist. Wenigstens verzögert ihr die Schwangerschaft, bis du 16 oder 17 Jahre bist. Meine Scheide sieht anders aus. Die von Herr Tutorial sieht auch anders aus, glaube ich. Aus meiner Scheide hängen 2 dicke Hautlappen heraus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Bei meiner Freundin, die ich schon mal nackt gesehen habe, ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe Angst, dass ich Probleme bekomme, wenn ich später mal mit einem Jungen schlafen will. Tampons kriege ich auch nicht in meine Scheide. Ich habe es schon ein paar Mal vergeblich versucht, einen Arzt sowas operieren. Das überspringen wir. War das schon ein Orgasmus? Ich habe gelesen, dass das Mädchen beim Orgasmus mit dem Unterleib etwas schockt. Bei mir ist das so, dass ich mich ganz intensiv streichle. Und mir dann nach einiger Zeit im Gesicht total heiß wird. Und im Unterleib habe ich dann das Gefühl, dass ich die Scheidenmuskeln zusammenziehen. Ist das schon der Orgasmus? Wie kann man den Höhepunkt vortäuschen? In meiner Clique reden die Mädchen viel über Sex, Sex, Sex und Sex und Sex, 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 Sex. Kürzlich haben sie sich darüber unterhalten, dass man einen Orgasmus vortäuschen kann, aber keiner hat genau gewusst, wie man das macht. Können sie es uns sagen? Einfach sagen, oh, ich bin gekommen, oh, du bist der Tollste auf der Welt. Und der Junge glaubt das auch noch. Ein bisschen zucken und schreien und kratzen und... Meine Freundin ist 14 Jahre alt. Beim Petting kommt sie schnell und sehr stark. Wenn sie dann nach dem Orgasmus aufsteht und sich anzieht, wird ihr oft schwindelig. Einmal ist sie sogar richtig zusammengeklappt. Kommt es bei anderen Mädchen auch vor? Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn sie zusammenklappt, kann man sie aufs Bett legen. Und nochmal... streichen? Mein Problem ist, dass ich schon von Tag zu Tag zunehme. Ich bin 1,60 Meter groß und habe vor ca. 1 Monat 52 Kilogramm gewogen. Jetzt wiege ich schon 59 Kilogramm. Dabei jogge ich einmal pro Woche 2 Kilometer und fahre viel Rad. Ich fühle mich total unwohl und bin deprimiert. So wie ich aussehe, werde ich nie einen Freund bekommen. So wie ich aussehe, werde ich nie einen Freund bekommen. Das denkt Herr Tutorial auch. Und du joggst einmal pro Woche 2 Kilometer. 2. Boah, 2, ey. Ich fahre viel Rad. Ja, wie viel? Auch 2 Kilometer. Dass mein Freund jeden Tag Sex will, ist einfach zu viel. Er schafft es aber nicht, seinen Trieb zu unterdrücken. Deshalb frage ich euch, ob es vielleicht ein Mittel dagegen gibt. Ich habe einmal gehört, dass man den Soldaten solch einen Lusthemmer ins Essen gibt. Stimmt das? Wenn ja, was ist das? Wo bekommt man dieses Mittel? Naja, jeden Tag. Ich finde nicht, dass jeden Tag viel ist. Meine Brille ist schlecht. Ich finde nicht, dass jeden Tag viel ist. Überhaupt nicht viel. Wenn er jeden Tag 5-mal will, was aber auch normal sein kann für einige Paare, würde ich sagen, anstatt ihn irgendwas ins Essen einzumischen, kannst du es ja mal versuchen, ihm zu empfehlen, dass er selber Hand anlegen soll. Oder er sollte irgendeinen Sport machen, ne? Zum Beispiel einmal in der Woche 2 Kilometer joggen. Dann nimmt der Lusttrieb ab. Es ist wirklich so extremer Ausdauersport, senkt die Libido. Ich bin total frustriert wegen meines Busens. Wenn man das bei mir über Busen nennen kann. Ich bin nämlich flach wie ein Brett. Ich dachte immer, er wächst noch, weil er eine Zeit lang auch ein bisschen wehgetan hat. Aber nichts passiert. Bis zu welchem Alter wächst der Busen normalerweise noch? Ab welchem Alter kann ich operativ vergrößern lassen? Okay, sie ist anscheinend 17. Ich würde mal sagen, was soll man dazu sagen? Ja, es kommt ja auf die inneren Werte an. Genau, damit kann ich dich aufhalten. Es kommt auf die inneren Werte an. Ja, das ist nicht witzig. Ich habe kürzlich zum ersten Mal mit meinem Freund geschlafen. Über die Verhütung konnten wir uns nicht einigen. Ich war für ein Kondom. Aber mein Freund meint, wenn wir es von hinten machen, könne nichts passieren. Stimmt das? Ich habe jetzt große Angst, schwanger zu sein. Ah, man kann schwanger werden. Von hinten, von vorne ist egal. Wenn er hinten reingeht, also eine völlig andere Tür, dann wirst du nicht schwanger. Aber du wirst wahrscheinlich Schmerzen haben. Aber du kannst wahrscheinlich schneller kacken. Meine Freundin 16 steht total auf Analsex. Nur wenn wir dann fertig sind und ich ihn rausziehe, schaut er aus wie ein Schokoladenweihnachtsmann.
Ist das normal? Meine Freundin verwöhnt mich danach noch oral. Und das sieht dann immer recht merkwürdig aus. Sie hat nun seit 2 Wochen so einen eitrigen Ausschlag am Mund und dicke grüne Pickel auf der Zunge. Vielleicht machen wir ja was falsch. Vielleicht sollte man nicht Kacken und Analsex miteinander verbinden. Ja, meine Klamotten sind von Ali Ho und meine Brille sieht scheiße aus und meine Haare sind ungestylt und ich bin auch nicht rasiert. Aber ich wollte ja einfach mal ein Video machen, wo ich wieder meine fröhliche Seite zeigen kann, weil ich ja in letzter Zeit so Videos gemacht habe, wo ich immer und dann haben die mein Video gelöscht und sowas. Dann habe ich gedacht, nee, mach mal lieber was Lustigeres. Und dann kam ich auf Tanzvideo mit dem Dr. Tan und dann habe ich mal gedacht, mach mal Dr. Tong, so ganz billig, so einfach mal zwischendurch, ne? Wir wollen ja alle Spaß haben, ne? Und ich hatte auch meinen Spaß. Daumen hoch, abonnieren, favorisieren und teilen, euer Herr Tutorial, Facebook-Page in der Beschreibung, euer Tan Schäfer, euer Beton, bis zum nächsten Mal.